Moin Moin, ein Zwo wurde von mir heute einmal zu diesem Saugroboter. Ich schaue euch den Winkel. Ich habe es nicht anders komplett drauf bekommen. Wir schauen einfach mal rein, was genau hier in diesem Paket steckt. Dafür lege ich es einmal um. So, und dann werden wir hier auch schon direkt empfangen. Ganz klassisch, wie man es vielleicht auch von anderen Saugern kennt. Erstmal mit der Anleitung. So, da wird alles drinstehen zur App. Dann ist das Ganze hier solide verpackt. Und dann haben wir hier einmal unser Gerät. Und wir schauen uns das doch einfach mal direkt an. Na, bitte wohl offen bleiben. So, dann öffnen wir das einmal. So, so sieht erstmal unser Sauger aus. Ganz simpel und stumpf. An den Seiten haben wir hier diese Schutzteile, die müssen natürlich auch entnommen werden, bevor wir das nutzen können. Dann befindet sich unter dieser Lasche hier, das machen wir mal auch ab. So, hier der Einschalter, den müssen wir nachher umlegen, bevor wir es zum ersten Mal nutzen. Und dann haben wir hier so eine leichte Optik drauf. Ich weiß nicht, ob man das einigermaßen sehen kann. Des Weiteren ganz klassisch unser Gehäuse zum Leeren. Dafür einfach dann die entsprechenden Taste drücken. Wir können es aufmachen und alles rausschmeißen, was nicht rein soll. Dann setzen wir jetzt ganz wieder ein und der Sauger kann weitermachen. So, was wir natürlich noch machen müssen, ist die Bürsten einsetzen. Wir haben einmal eine mit weißem Untergrund, das kommt an die weiße Stelle. Und einen mit gelb. Das kommt an die gelbe Stelle. So, und dann ist der Sauger an sich schon soweit fertig. Wir schauen mal, was hier noch in unserem Paket enthalten ist. Wir haben eine Reinigungsbürste. Wir haben unsere Station, logischerweise. Wir haben die Fernbedienung. Wir haben ein Ersatzfilter-Set. Zwei Ersatzbürsten hier unten. Das hier wird das Netzteil sein. So, das brauchen wir gleich. Die Station selbst brauchen wir ja auch gleich. So, und dann haben wir hier noch etwas. Ich vermute, das ist ein weiterer Kanister zum Saubermachen. Und genau das ist es. Das ist eben fürs Feuchtigkeit, also mit dem Wischer. Da können wir Flüssigkeit einfügen und dann kann das Ganze auch wischen. Aber das schauen wir uns an der Stelle noch nicht an, sondern wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Sauger partout und schließen den an der Stelle jetzt einfach mal an und gucken, was der so leistet. So, jetzt haben wir einmal unseren Sauger hier soweit angeschlossen. Das Ganze läuft auch über eine App. Wir schauen uns jetzt erstmal nur die Fernbedienung an. Und ich sage jetzt dem Ganzen einfach mal, dass er hier einen gründlichen Reinigungsprozess starten soll. Und wir gucken mal, was passiert. So, jetzt schaut er sich natürlich hier direkt erstmal um. Das ist die erstmalige Nutzung. Wir sehen hier unten auch schon direkt die Laser, die arbeiten. Und jetzt legt er direkt los und arbeitet sich hier entsprechend einmal lang. Das macht soweit alles einen ganz guten Eindruck. Auch von der Größe und auch von der Lautstärke vor allen Dingen bin ich aktuell ganz überzeugt. Da kann man nichts sagen. Und da macht er einen ganz soliden Eindruck erstmal. Er hat anscheinend auch genug Power, um hier den Teppich erstmal mitzunehmen. Und wenn wir jetzt hier auf Pause drücken, dann pausiert er natürlich auch direkt. Und wir schnappen uns jetzt mal den Sauger. Ja, und so. Und schauen uns das einfach nochmal von unten an. Wir haben hier also zwei klassische Saug- oder Besen. Da haben wir hier nochmal einen Besen, der das Ganze dann eben in den Behälter befördert. So. Und wenn wir den jetzt hier absetzen, das machen wir einfach mal. So. Und sagen ihm, hey, es ist alles okay. Und jetzt sagen wir ihm, hey, fahr doch mal bitte zurück zur Station. Und jetzt hat er eben ja auch aufladen gesagt. Und im Optimalfall findet er jetzt gleich seine Station direkt. Wir schauen, wie sauber das Ganze funktioniert. Also er fährt jetzt hier erstmal ran.
fährt drauf. Ja, ist sich sicher erst richtig. Aber das hat wohl noch nicht so ganz funktioniert, wie er das wollte. Dann justiert er nochmal neu und arbeitet sich hier langsam, aber beständig vorwärts. Das Ganze in einer sehr, sehr humanen Lautstärke. So, und manchmal braucht er dann ein bisschen, gerade wenn er so die ersten Male genutzt wird. Und da habe ich auch schon festgestellt, ist nicht der optimalste Platz. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber eigentlich macht er das ganz gut. Und wie gesagt, optisch auf jeden Fall auch ein sehr hübsches Modell. Auch mit diesem Wellenmuster da oben drauf macht er ganz gut was her. Und jetzt versucht er es nochmal. Und ich denke, diesmal wird das wahrscheinlich auch funktionieren. Da bin ich mir relativ sicher. So, und dann steht das Ganze auch und signalisiert uns, hey, wir sind angekommen, es leuchtet grün, alles hat funktioniert und das ist im Endeffekt dann auch schon das Gerät.